Ja, wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum heutigen Webinar NFP Live Trading mit dem Stereo Trader und natürlich mit Dirk Helger. Erst einmal wünsche ich Ihnen natürlich ein frohes und gesundes Jahr 2018. Wünsche Ihnen natürlich ganz viel Erfolg für dieses Jahr und freue mich natürlich, dass Sie auch wieder hier mit dabei sind. Bevor wir jetzt loslegen, Sie haben ja gemerkt, wir haben die Zeiten etwas geändert, was nicht heißt, dass wir flexibel da entsprechend reagieren können. Also wenn der Markt uns genug Feedback gibt, dann machen wir natürlich auch länger. Aber zunächst einmal wissen Sie ja obligatorisch einmal den Risikohinweis. Bitte einmal durchlesen, auch wie immer für die Aufzeichnung wichtig. Also dieses Webinar ist zu Schulungszwecken gedacht und sollte von Ihnen natürlich auch so aufgenommen werden. Gut, also der Dirk ist wahrscheinlich noch dran mit seinem VPS. In der Zwischenzeit kann ich Ihnen aber... Passt. Passt? Okay, sonst hätte ich jetzt den CD-Trader auf die MetaTrader 5 gezeigt. Den haben wir jetzt auch schon seit 2, 3 Wochen. Offiziell. Darfst du aber gerne tun. Natürlich. Online? Ja, das hättest du sicher auch gemacht. Aber hier schon mal ein kurzer Blick drauf. Kann und wird der Dirk vielleicht auch noch ein paar Worte dazu verlieren. Aber da die Zeit jetzt tatsächlich etwas kürzer ist als sonst, würde ich hier gerne den Bildschirm übertragen. Und dann können wir immer noch über die Sachen reden. So, einmal. So, dein Bildschirm wird übertragen. Ein Teilnehmer schreibt kein Ton. Ist das bei den anderen auch der Fall? Also wenn keine Reaktion kommt, dann ist das der Fall. Aber wenn Reaktionen kommen... Nee, also ich höre dich auf alle Fälle sehr gut. Okay, ja, Feedback im Chat ist auch soweit. Dann schreibe ich dem Teilnehmer, dass er sich da nochmal neu anmelden soll. Ja, dann viel Spaß. Ja, hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite hier zum ersten NFP Live Trading Webinar in 2018. An der Stelle natürlich euch allen auch ein frohes und gesundes, glückliches und erfolgreiches neues Jahr. Wie der Nels ja gerade gesagt hat, wir sind hier in der Zeit ein bisschen knapper aufgestellt. Das macht aber erstmal soweit nichts. Ich fürchte nur halt schon leider wie beim letzten Mal oder bei den letzten Malen. Es ist natürlich schon extrem viel passiert heute Morgen beziehungsweise jetzt die ganzen Tage davor. Kann natürlich jetzt sein, dass es jetzt lau wird. Allerdings, wenn ich mir angucke, wo wir da jetzt gerade stehen, ich habe jetzt hier gerade den DAX auf und steige auch jetzt mal direkt ins Thema ein, kann natürlich jetzt schon hier ordentlich was passieren. Und ich zeige mal ganz kurz, es ist ja so ein bisschen schwer, glaube ich, den Überblick zu behalten in dem Wirrwarr, was der da halt die letzten Wochen da halt wirklich da veranstaltet hat. Das ist ja nicht mehr feierlich. Also man sieht jetzt hier den Tageschart im DAX. Und da ist es halt gar nicht so einfach, da noch irgendwo was Sinnvolles herauszusehen. Was man aber sieht ist, wir kommen von hier unten, also der Anfang hier stimmt natürlich jetzt nicht ganz von der Linie, ich habe die mal eben nur hier eingezeichnet, also eigentlich das hier unten irgendwo, sind wir natürlich übergeordnet long. So, das ist schon richtig. Was aber eben auffällt ist, also wir haben halt hier, ich habe jetzt nur mal die gröbsten Wellen hier eingezeichnet, also hier Aufwärtsbewegung, kleine Korrektur, Aufwärtsbewegung, dann ein tieferes Tief. Ja. Das heißt, das ist eigentlich ein Bruch. Jetzt mal rein markttechnisch betrachtet, an der Stelle schon. So, und das Ganze gefolgt von nicht mehr so hohen Hochs und noch weiteren Tiefs. Das war jetzt halt hier letzte Woche. So, und wo wir jetzt gerade sind, ist an der Oberkante von dem eigentlich neuen Abwärtstrend. Und das sieht im Moment erstmal furchtbar long aus. Das kann natürlich auch nach oben brechen, das ist gar keine Frage. Und deswegen ist es auch hier gar nicht so ohne. Und deswegen kann natürlich auch gleich da einiges passieren. Und das kann natürlich nach oben wegbrechen. Aber wenn man das wirklich mal auf die paar Linien hier beschränkt, mehr ist es im Endeffekt nicht. Das hier ist seitwärts gerauscht, hat nichts zu sagen. Ich habe jetzt nur die markanten Punkte genommen. Und dann sind wir hier oben einfach tatsächlich bei den 13.329. Die waren es dann halt schon wieder mal. Die hatte ich beim letzten NFP Live Trading auch schon mal erwähnt und dass ich da halt hin wollte, da waren wir dann auch irgendwie dann kurz danach und es ist ja auch ziemlich geradeaus nach oben gelaufen und hier oben der Spike, der zählt nicht wirklich, das war Overnight, faktisch ist der nie wirklich über 329 gelaufen, vielleicht ein paar Punkte,
aber dann eben halt auch nur mit einem kurzen Spike. Mehr ist da letzten Endes nicht passiert. Und das heißt natürlich, hier wird sich jetzt auch entscheiden und nicht irgendwo drunter, ob wir jetzt hier weiter abwärts laufen oder ob wir tatsächlich hier nach Long drehen. Das ist halt die entscheidende Frage und ist natürlich hier jetzt ganz knapp dran. Also wir sind jetzt hier gerade bei 316, 329 war jetzt das Tageshoch. Man kann natürlich jetzt hier in einem Rutsch nach oben wegbrechen, die ganze Nummer, also der Short-Trend wegbrechen. Das kann aber auch genauso gut sein, dass es jetzt hier erstmal zügig runtergeht. Ich habe heute Morgen in der Gruppe auch geschrieben, eigentlich müsste man bei 329 Long und Short gleichzeitig gehen mit jeweils 5 Punkten Stop-Loss. Das hat tatsächlich funktioniert und ist auch schon 40 Punkte ins Plus gelaufen. Aber jetzt gerade kommt er hier natürlich ein gutes Stück wieder zurück. Und hier ist auch der Short hier im 15-Minuten-Chart angezeigt. Also hier oben, das war jetzt nicht ganz genau, aber ich habe den zweimal gemacht und war auch kurz bis dahin long, um das Risiko halt auch ein bisschen da halt einzudämmen. Und das heißt, da oben ist dann entsprechend auch der Punkt, die werde ich jetzt hier auch mal einzeichnen. Machen wir ganz genau, 13,329, wo halt einfach sich das ganze Ding entscheidet. Ja? Also kommt, wie man sieht, aus dem Tageschart und dort war es beim letzten Anlauf auch nur, wie man hier sieht, eine Bestätigung von einer sogenannten Paritätsumkehr. Das heißt, wir waren mal da drüber, hier gab es mal einen Support und dann einen Durchbruch. Der wurde nie zurückgetestet, dann hier unten ein bisschen Geschiebe und dann gab es eben hier den Backtest und dann ein tieferes Tief. Und deswegen ist das hier wirklich gerade absolut eine Pattsituation, weil wir natürlich übergeordnet, wie gesagt, sind wir long, keine Frage, aber halt eben hier durch diesen Backtest und das weitere tiefere Tief sind wir auch gleichzeitig short. Das heißt, hier kann man eigentlich jetzt wirklich würfeln, was passiert. Und da geht es natürlich darum, dann halt eben auch schnell zu sein. Das Risiko jetzt hier in dem Trade, das bleibt auch soweit drin. Da werde ich jetzt erstmal nichts dran verändern. Da ist jetzt aktuell 5 Punkte liege ich über der 329. Und was ich natürlich gerne gehabt hätte, wäre mal ein Schlusskurs hier unter der 300, damit wir halt einfach, wenn man das jetzt hier auf 15 Minuten nochmal betrachtet, also hier haben wir eine kleine Welle, ja, hier eine Abwärtsbewegung, dass wir die halt einfach nochmal unterbieten. Die erste haben wir unterboten an der Stelle, wenn man das als Welle betrachten würde, also hier aufwärts, abwärts. Und wäre das eigentlich genau genommen schon ja, ein kleiner Wellenpunkt, wenn man es mal so nennen kann. Und der ist eigentlich auch schon hier gebrochen. Also, und hier gab es jetzt auch keine neuen Hochs. Aber wie gesagt, wenn es da drüber geht, und dann macht es, glaube ich, keinen Sinn, da länger an an Short festzuhalten. Was mich aber stört an Long und weshalb ich dem Braten nicht traue, das habe ich halt auch jetzt schon ein paar Mal die Tage in der Gruppe auch beschrieben. Das ist einfach die Tatsache, das Volumen ist brutal schlapp. Also man hat hier wirklich im FDAX teilweise einen Kontrakt auf einem Level, manchmal zwei, drei und ganz selten, wo da mal halt irgendwie größere Orders liegen und die verschwinden dann auch ständig. Das heißt, da wird irgendwie relativ viel gefaked momentan und das gefällt mir überhaupt nicht für Long. Klar, muss man sich jetzt nicht dran stören, wer hier unten irgendwo Long war bei 13.100, der lacht sich jetzt gerade kaputt darüber. Das ist auch richtig so. Aber ich versuche halt immer auch Einschätzungen zu geben, die halt bisschen weitläufiger sind als jetzt irgendwie nur für ein paar Stunden. Ist natürlich nicht immer ganz einfach. Heißt auch mal, dass man auch mal eine Zeit lang zugucken muss und dann irgendwie keinen Entry findet. So war es halt gestern. Das war dann irgendwie halt nur ja, eine bessere Nullnummer. Das heißt, es ist irgendwie minimal ist da was rausgekommen. Und ist natürlich dann schade, wenn man so einen Anstieg verpasst. Aber so ist das halt manchmal. Und was halt eben auch noch dagegen spricht, das ist halt einfach Gold, ja, habe ich jetzt hier zwar nicht angezeigt, aber Gold ist brutal im Aufwärtstrend. Und dort ist definitiv Volumen drin, ja. Und das heißt, zeige ich auch mal kurz, jetzt hier einfach mal im Wochenchart. Und ist ja alles gerade frisch installiert, muss ich ab und zu noch ein bisschen mehr klicken. Aber wenn ich das mal im Wochenchart anguckt, ja, das hatte ich, weiß ich nicht, ob ich das letzte Mal hier gezeigt hatte beim NFP-Webinar oder nur in der Gruppe. Aber da habe ich halt auch schon gesagt, bei 1270, das ist definitiv, geht das nicht short. Das ist, also das heißt definitiv, ja. Aber vom Bild aus dem Wochenchart ist das für mich long. Das ist nur eine Korrektur im Wochenchart, die wir hier an der Stelle gehabt haben. Das hat sich auch bewahrheitet.
Und da spricht nicht viel dagegen, warum Gold nach oben durchziehen sollte. Ja, also wie gesagt, hier Wochenkerzen. Und die Woche ist noch frisch. Und das heißt, die Kerzen, alles, was wir sehen, wird natürlich erst abgeschlossen. Aber bei Gold sieht man schon deutlich, ja, Aufwärtstrend, Korrektur und dann Fortsetzung. Es wäre nur konsequent, wenn das so laufen würde. Und wenn Gold strong long geht und gleichzeitig auch noch der Euro, ja, und dann befürchte ich, wird das mit dem DAX nicht funktionieren. Und weil die meistens, vor allen Dingen halt bei News komplett gegeneinander laufen, das hatten wir auch schon ein paar Mal. Nämlich beim Euro ist das Gleiche in Grün, ja. Der ist auch einfach nur long und der kommt hier auch aus einer Korrektur. Um hier mal den Tagesschart zu zeigen, kommt aus einer Korrektur und will eigentlich nur nach oben. Also wir schweben hier in der gestrigen Tageskerze, die auch ein neues Hoch gemacht hat, also ein Mehrjahreshoch, soweit ich das gesehen habe, nee, genau, nee, nur das alte Hoch hier. Aber das ist natürlich seit einigen Jahren, kleben wir hier jetzt, also vom Chart betrachtet, seit einigen Jahren war das hier halt wirklich ein neues Hoch und wir kleben hier im Euro an der Decke. Ja, und warum der runtergehen sollte, weiß ich nicht. Also da ist auch genauso bei dieser Bewegung einfach nur, wäre es logisch, wenn das nach oben fortgesetzt wird. Und wenn die beiden long gehen, und deswegen halte ich auch für einen Moment zumindest dran fest, aber auch nicht gnadenlos, ja, dass das mit dem DAX eben nicht funktioniert und dass wir hier eher nach unten wegkippen, als dass wir nach oben ausbrechen. Aber wir werden es gleich sehen. Eventuell wird es auch teuer hier an der Stelle. Und andererseits, wenn man halt genau an der Grenze vom Trend ist, so, ich habe natürlich hier so ein bisschen das Problem, dass mir unter diese Leiste hier alles verdeckt und ich keine Ahnung habe, warum die sich nicht ausblenden lässt. Was ich sagen wollte, was ist das denn? Es bewegt sich von selbst, das ist ja interessant. Ist natürlich, wenn man aber natürlich an der Oberkante oder wirklich an der Grenze von einem Trend, jetzt hier auf Tagesbasis, halt einen Einstieg hat, ist es natürlich auf der anderen Seite halt vom CRV nicht zu übertreffen, ja. Und auch wenn es jetzt hier alles natürlich intraday erstmal long aussieht, aber wenn das hier wirklich nach unten fortgesetzt wird, wir kein neues Hoch machen, und dann ist das natürlich eine Position, die kann man wahrscheinlich bis, keine Ahnung, bis zum Sommer drin lassen, ja. Also weil dann sollte es ja dann anschließend dann auch irgendwo hier unten dann auch weitergehen, ja. Also das heißt tiefere Tiefs folgen. Und dann auch vielleicht auch mal richtig und nicht nur so halbherzig, wie das die ganze Zeit halt hier irgendwo der Fall ist. So, und deswegen halte ich das an der Stelle erstmal für besser. Also wenn man halt längerfristig orientiert ist, wobei das natürlich auch keine Empfehlung ist, ja, das ist ja nur das, was ich hier sehe. Und weil mehr kann ich im DAX auch nicht erkennen, ja. Also ich arbeite auch nicht mit irgendwelchen Kanälen oder horizontalen Linien, weil ich das halt hier immer viel schlüssiger finde, was halt bei dieser Betrachtungsweise passiert. Und vor allen Dingen bei Kanälen weiß ich auch nie, wo ich die ansetzen soll. Und weil wir halt letzten Endes mehrere DAXe haben, also einmal halt den FDAX, ja, der irgendwie 14 Stunden läuft, dann den CASA DAX, der dann nur von 9 bis 17:30 läuft und dann noch den Overnight. Das heißt, man hat ja überall, hätte man ja andere Linien an der Stelle und das erschwert es halt zusätzlich und deswegen verzichte ich da auch komplett drauf, höchstens Intraday. Wenn es mal irgendwie halt eine Flaggenbildung oder sowas gibt, dann okay. Aber ansonsten ist das einfach nicht mein Stil. Und deswegen ist das hier momentan mein Gebilde. Abfallende Hochs, abfallende Tiefs, kein neues Hoch. Und das ist halt einfach jetzt nun mal generell der Ansatz. Und wenn der jetzt voll in die Hose geht, dann ist das halt so. Weil ich habe natürlich ja keine Glaskugel. Aber das ist erstmal fachlich, finde ich halt, erstmal der richtige Ansatz an der Stelle jetzt hier erstmal an Short festzuhalten. So, jetzt ist es auch gleich schon soweit. Noch ein paar 15 Sekunden, Sekunden. genau. Ja, so, ich schalte mal hier den Euro um auf 30 Minuten. So, Und jetzt dann werden wir noch mal sehen, was passiert. 5 Sekunden, dann geht's los. Ja, den lasse ich mal drin hier. Aber wie gesagt, werde auch jetzt nicht gnadenlos dran festhalten. So, Euro geht hoch. Dem hätte ich eigentlich hier erst noch ein Dip gegönnt hier, noch mit einem tieferen Tief. Ist schlechter Aber ausgefallen nach als dem DAX erwartet. fast so weit. Bitte? Schlechter ausgefallen als erwartet. 148.000 gegenüber 190.000. Okay, so, den DAX direkt mal absichern. Hier oben an der Stelle, Pyramide ist hier noch nicht. Gebe aber auch trotzdem vorsichtshalber, hier oben würde was rausgehen. So, ist schade, dass ich hier nicht mehr reinkomme, weil da habe ich eigentlich wirklich auf den Dip gewartet.
Ja, manchmal muss man halt eben ein bisschen schneller sein, das ist halt so. So, wäre natürlich schön, wenn wir jetzt hier wirklich einen ordentlichen Absturz kriegen und dann halt auch heute eventuell die 13.000 nochmal sehen. Und würde zumindest zum ganzen Bild einfach passen, ja. Also, so, ich nehme jetzt. Gold macht auch eine schöne Bewegung nach oben. So, ich nehme mal einen Teil hier raus. So, das schon mal im Kasten. Und wenn sich nicht fortsetzt, dann kann man immer noch einen Teil auflösen, pyramidisieren hier auf gar keinen Fall noch. Das ist zu früh. So, Gold. Arbeitslosenquote ist gleich geblieben. Ja, geht nach oben. Okay. So, das hat doch zumindest mal für den Impuls gepasst. Jetzt muss man gucken, wie es hier weitergeht. Also hier komme ich jetzt natürlich ohne weiteres nicht mehr rein. Die Geschichte könnte jetzt natürlich hier einfach mit einer kleinen Position long gehen oder halt hier tatsächlich mit der strategischen Order, die haben wir das letzte Mal ja auch gehabt. Wobei die jetzt natürlich falsche Werte hat. Mal gucken. Wir einfach mal hier unten mal ein bisschen was hinpacken. So, machen wir hier mal 30 Minuten an. Der braucht natürlich erstmal einen Schlusskurs hier drunter. Warum? Moment, ich mache das mal ein bisschen größer. Ganz einfach. Das hier ist die letzte Aufwärtsbewegung. Da haben wir bisher noch kein einziges Mal drunter geschlossen. Zeige ich mal eben. Das ist ja der Punkt. Da sollten wir jetzt erstmal drunter schließen. Das heißt, so lange würde ich auch jetzt mal die Füße erstmal stillhalten. Und mal gucken, ob das überhaupt kommt. Nicht, dass das Ganze jetzt hier ein Fehlausbruch war und es doch nach oben durchgeht. Aber den Schlusskurs, den brauchen wir auf jeden Fall. Und weil die ganze Zeit, ja, wenn man das mal als Range betrachtet, also hier als Unterkante von der Range der letzten Aufwärtsbewegung, dann schweben wir die ganze Zeit eigentlich nur da drin und da ist nichts mehr passiert seither. Und deswegen wäre das mein erster Trigger, wenn wir hier mit 30 Minuten Chart an der Stelle drunter sind. Dow Jones Und und dauert jetzt natürlich. Bitte? S&P machen trotzdem neues Tageshoch. Also Ja, gut, der DAO ist nicht der DAX, ne? Also ganz ja. klar, der kann auch noch 5.000 Punkte steigen, der DAX kann trotzdem fallen. Das ist halt, ich bin da irgendwie nie so ein Freund davon. Also es ist immer nur nachts ein bisschen schwierig, weil wenn der nachts gehandelt wird, speziell von den Asiaten, und dann kann man halt nachts irgendwie keine Short-Positionen DAX auflassen, das ist halt immer so ein bisschen das Problem. Weil das natürlich dann immer mit nach oben gezerrt wird. Sag mal, irgendwie habe ich hier mit meinem Mikrostress. Das haut mir immer ab hier. So, jetzt besser, ne? Versteht man mich wahrscheinlich auch besser. Gold Ja. steigt weiter. Ja, habe hier nur leider ein bisschen wenig Platz auf dem Schirm. So, mal gucken, wie sieht der DAX auf 5 Minuten hier aus? Das ist doch erstmal fein. Was der da macht, jetzt haben wir oben so ein blödes Gap. Mal gucken, ob das aufbleibt. Das ist immer so ein bisschen gefährlich. Sowas wird gerne auch mal geschlossen. So ein Intraday-Gap. Aber denjenigen, die hier bei 329 heute Morgen auf Short gegangen sind, schon mal herzlichen Glückwunsch. Das sind ja schon mal 50 Punkte, die bisher hier, oder 40 Punkte, die schon mal auf jeden Fall drin sind. Und wenn man vernünftig ist, habe ich vorhin auch schon mal geschrieben, und man gegen die Bewegung so short ist, dann darf man auch gerne mal was mitnehmen, ohne jetzt hier eine Empfehlung abzugeben. Ja, aber es wäre halt zumindest vernünftig. Ich versuche aber halt immer, vor den NFP-News halt immer eine Position aufzubauen. Deswegen bin ich da auch eher bereit, dann auch irgendwie mal ein paar Loser in Folge einzustecken und dann aber eben dann halt bei den NFPs eine Position zu haben, die man laufen lassen kann. Und deswegen ist natürlich immer eine Frage des Ansatzes, wie macht man es? Weil aktuell sind wir hier natürlich rein vom Bild her. Und wenn man all das, was ich vorhin gesagt habe, mal ignoriert, sind wir natürlich long, das ist keine Frage. Aber eben halt auch eher im kleineren, also in Anführungszeichen kleineren Timeframe im Stundenchart, ja. Und
Von daher ist es natürlich, wenn man jetzt nur im Daytrading ist, ist es natürlich ein Fehler, wenn man dann halt nicht versucht, solche Bewegungen auch mitzunehmen. Das ist ganz klar. Und wer da die 100 Punkte oder wie viel auch immer, das da gestern halt waren oder allein heute schon mitgenommen hat, absolut richtig gemacht, ja. Also gibt es überhaupt gar nichts anderes dagegen zu sagen. Gar keine Frage. So, Gold geht wirklich schön durchs Dach. Ich sehe es hier gerade auf einem anderen Schirm, aber bin ich selber jetzt überhaupt nicht investiert. Ich muss hier halt irgendwie gerade drei Konten irgendwie gleichzeitig halt betreuen. Das ist gerade nicht so einfach. Aber dort eher im Euro, dort bin ich eingestoppt worden, aber hier jetzt auch nicht. Und da ist noch ein bisschen eng. Den könnte man hier mal ein bisschen größer machen. Da sieht man auch mal was. So. Was wir hier sehen, was sich jetzt hier gebildet hat, dieser Kasten, das ist von diesem Indikator, den ich schon öfters hatte. Hier ja auch, also dieser Pryex. Und das heißt, der zeigt mir halt immer eine Außenstäbe und einen Kontext an. Ja. Das heißt, das hier war jetzt erstmal, also auf 5 Minuten betrachtet, ist das jetzt hier eine Range. Ja. Die kann der auch bis nach unten wieder irgendwie komplett durchlaufen. Das ist überhaupt kein Problem. Und da drin kann man aber eigentlich relativ schmerzfrei Einstiege dann eben auch suchen. Das heißt, irgendwelche markanten Punkte. Hier mal die Stundenpivots und gucken, was, ob wir sonst irgendwas finden. Gut, das war jetzt die 76er. Die haben wir schon mal verpasst. So, nehmen wir die dann einfach mal mit an der Stelle. Das war jetzt halt so ein Punkt. Ich würde jetzt aber hier, wie gesagt, von der Skalierung, ich mache lieber halt mal irgendwie den Stop ein bisschen weiter und hole mir im Zweifelsfall auch noch einen zweiten Punkt, statt jetzt nur an einer Stelle reinzugehen, weil wir sind jetzt hier im oberen Bereich von der Range und das ist natürlich immer ein bisschen risky, da halt einfach da oben halt noch irgendwo reinzuspringen. Also besser ist natürlich immer, wenn man unten ist, was den Einstieg angeht, weil halt einfach das Risiko dann deutlich geringer ist, weil der theoretisch in dieser Range, die er jetzt hier anzeigt, kann er rauschen, so viel er will. Also das ist halt alles dann überhaupt nichtssagend. Und es ist ja nun mal so, dass jetzt ja hier gerade erstmal die ersten 5 Minuten um sind. Oh, ich sehe, die Uhr hier auf dem VPS geht falsch. Das ist natürlich auch schön. Aber auf jeden Fall ist das hier die erste 5 Minuten Bewegung jetzt nach dem Ausbruch, die hat schon Relevanz, finde ich, zumal es ja auch ziemlich stabil da oben steht. Und von daher, solange wir jetzt in der Range hier sind, ist das auch alles so, wie es ist. Das heißt, es ist erstmal klar long. Außer es kippt jetzt hier wirklich durch und fällt nach unten raus und schließt dann noch unterhalb. Dann ist natürlich die Long-Idee auch erstmal hinfällig. Klar, keine Frage. Aber von daher, aber das stört mich jetzt nicht, auch wenn der jetzt hier ein bisschen runterkommt. Das kann er gerne machen. Und dann kann man sich hier dann eher verteilt dann irgendwo eindecken. So, da kann man natürlich, wenn man dann halt eben auch eine Position halt haben möchte. Also mein Ziel ist ja schon die ganze Zeit, über die 1,21 rauszugehen. Und dann macht das, dann kann man das auch so machen, dass man halt hier dann eher dann halt nachkauft und dann halt eben seine eigentliche Positionsgröße dann Stück für Stück dann halt irgendwo eindeckt und nicht nur an einem Punkt. Das ist dann halt erstens mal ein bisschen weniger hektisch und zweitens vom Risiko das gleiche letzten Endes, auch wenn man hier an der Stelle verbilligt, aber wenn man halt ja nur mit einem kleinen Prozentsatz des eigentlichen Risikos beziehungsweise der eigentlichen Positionsgröße reingeht, spricht überhaupt gar nichts dagegen. Im Gegenteil, man erhöht sich ja noch die Chance, das auch mit Gewinn abzuschließen, auch wenn es nicht so weit laufen sollte, wie man das vielleicht geplant hat. Von daher ist es alles kein großes Problem, das so zu machen. Auch wenn Verbilligen natürlich grundsätzlich immer verpönt ist, ist aber immer die Frage, wie, ja. Also wenn man natürlich irgendwo halt mit viel zu hohem Risiko das macht, ist es natürlich eine ganz andere Nummer, wie wenn man das halt wirklich mit Teilpositionen einfach macht. So, muss ich da gerade mal nebenbei noch was gucken. Also wenn Fragen sind, Nelson, ich sehe die gerade nicht, du kannst gerne aber einwerfen, weil das ist ja momentan jetzt hier gerade nicht so stressig. Also Also ist schon einmal ist okay. hier die Frage nochmal wegen dem Pryex-Indikator, wann er zur Verfügung steht. Ja, ist halt die Frage. Also das ist immer noch alles in der Mache und es hat also nicht jetzt unbedingt großartig Priorität bei mir.
Da gibt es andere Sachen, die aktuell wichtiger sind. Und der wird schon kommen. So, hier sieht man jetzt, ja, wir haben halt hier so wirklich so ein blödes Gap. Und deswegen habe ich gesagt, wir brauchen erstmal Schlusskurs darunter, damit das wirklich funktionieren kann. So, und das macht er jetzt erstmal zu. So, der Euro gibt ein bisschen nach, das ist okay. Ich ziehe den mal noch weiter runter, den Stop. Das ist wirklich ja hier nur minimal von der Size. Und das ist eigentlich ganz schön, wenn er mich jetzt hier auch noch abholt. Und der kann die bis unten hin austesten. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist alles nur Range erstmal. Schön, auch nochmal eine Limit-Pullback-Funktion gerade gesehen. Genau. So, und dann würde ich eher versuchen, wenn er nochmal hier hoch geht, dann nach oben weiter auszubauen. So, dass ich halt nachher einfach nur einen vernünftigen Average habe. Ich hätte ja eigentlich gerne gehabt, ich hoffe, das macht er jetzt aber nicht mehr, dass wir hier einmal halt den EMA 200 da unten testen, weil der so schön hier an einem Korrekturpunkt halt liegt, ja. Und das wäre natürlich so das Maximum gewesen, was er nach unten hätte gehen können. Jetzt brauche ich es nicht mehr, ja. Also, das wäre natürlich jetzt doof, wenn du das jetzt machst, wenn du das jetzt macht. Aber das wäre eigentlich zum Anfang halt ganz nett gewesen, das so zu bekommen. Aber gut. Zweifelsfalle ist ja immer noch klein positioniert hier. Muss der dann halt raus und dann muss man halt unten nochmal rein. So, der DAX. Eine Frage kurz zum DAX. Ist hier Ja. gerade reingekommen, ab wann würdest du pyramidisieren? Wie gesagt, wenn wir hier einen Schlusskurs im 30-Minuten-Chart unter diesem Punkt hätten, beziehungsweise unterhalb von dieser Linie, ja, weil das ist ja die 30-Minuten-Range. Also, um das nochmal kurz zu zeigen, 30-Minuten-Kerze, er krabbelt gerade schon wieder in die Range rein, ja, das sieht man ja hier. Und da muss ich jetzt einmal drunter. Also, das wäre ja erstmal das Mindeste. Ich habe ja auch deswegen gerade schon irgendwie ein Drittel hier auch rausgenommen aus der Position, als er da runtergegangen ist, weil das einfach nicht klar ist, ja, ob ich hier einen Schlusskurs bekomme. Und das ist immer gefährlich. Also gerade wenn der so unter eine Range abtaucht, der kommt gerne einfach nochmal zurück. Und Ranges werden immer gerne verteidigt. Immer. Und das sieht man hier ja auch wirklich schön, dass er genau das gemacht hat. Also im Stundenchart war das wahrscheinlich, ja gut, da sieht man es jetzt nicht so deutlich, aber auch hier, wir schweben in der letzten Stundenkerze. Ja? Das deckt sich ja alles einigermaßen. Und da sollte es einmal drunter. Also da wir jetzt ja sowieso irgendwie gleich 15 Uhr haben, müsste er natürlich dann auch hier drunter. Das heißt, er müsste jetzt einmal unter 300 schließen. Und dann kann man, was die Position angeht, auch mal ein bisschen beruhigter sein, weil so ist einfach noch überhaupt nichts klar. Ja, also der kann einfach immer noch da oben rausrauschen. Keine Frage. Und ist immer noch möglich. Und deswegen, es ist ja nur das Bild, was ich vorhin ja auch gezeigt habe, was jetzt hier eben die markttechnische Betrachtungsweise auf dem Daily angeht. Es gibt ja, das ist ja keine Raketenwissenschaft, ja. Das sind ja alles nur Anhaltspunkte und sowas kann man nutzen, um ein vernünftiges CRV zu bekommen. Und wir reden hier natürlich über eine Strecke von mehreren hundert Punkten, ja, um die es ja dann letzten Endes auch gehen würde. Und da kann der jetzt hier ruhig mal ein bisschen in der Gegend rumschieben, dann, das ist halt so, ja. Das ist halt egal. Da muss man natürlich ein bisschen Geduld mitbringen und ein Stundenschluss sollte her. Und wenn der da ist, dann würde ich sagen, gut, erstmal safe, pyramidisieren. Kann man vielleicht da auch schon, je nachdem, wie groß man da oben drin ist, aber ich glaube, ich würde da noch eher eine mehr abwarten. Und vor allen Dingen eigentlich, ja, also mal fachlich ganz richtig, wäre eine Pyramide eigentlich erst denkbar, wenn wir unter diesem Punkt sind. Also unter 13.150 ist es hier etwa. Und wenn wir da sind, dann kann man mal drüber nachdenken. Ja. Also eigentlich, wenn es fachlich richtig sein soll. Aber ein brauchbarer Trigger wäre eben, wenn wir hier drunter schließen. Und wenn wir es nicht machen, machen wir es halt nicht, ja. Dann ist es halt so. Aber trotzdem wird die Nummer hier jetzt erstmal auf gar keinen Fall mehr mit Minus rausgehen können. Weil, wie gesagt, ein Teil ist ja ohnehin raus. Und ein anderer Teil, beziehungsweise hier oben, das ist auch erstmal abgesichert. Beziehungsweise ich bin hier unterm Break-Even, bräuchte ich noch nicht mal, ja. Weil er eben Teilverkauf da ist. Muss mal gucken, was er jetzt da oben veranstaltet. Weil auch umgekehrt genauso, wenn der jetzt da oben durchgeht, ja, gehe ich tendenziell auch eher long mit. Also.
So, weil der Euro nimmt ja doch schon ein bisschen Anlauf, das ist okay. Mal gucken, wie das jetzt weitergeht an der Stelle. Ja, weil sieht man jetzt hier halt auch mit, also der Punkt war jetzt halt auch erstmal richtig. Das ist einfach nur ein Pivotpunkt und natürlich jetzt hier die Oberkante auch von der letzten Range, die er gebildet hat. Und das kann man schon so machen, ja. Also, und ich bin ja nach wie vor, bin ich ja jetzt hier nur mit einem kleinen Teil jetzt erstmal nur drin. Von daher ist das alles völlig im Rahmen. Und aber kann ich jetzt dann natürlich genauso gut hier, wenn ich den pyramidisieren möchte, weil da habe ich ja ein bisschen mehr vor mit dem, würde ich dann halt hier oben, wenn er oben nochmal rausgeht, da sowieso, da liegt jetzt auch schon die nächste, da würde ich den halt dann nochmal pyramidisieren und dann aber dann eben auch schon im Plus an der Stelle. Okay, ansonsten bis jetzt keine weiteren Fragen im Chat. Dann nutze ich einmal Okay. ganz kurz die Chance. Es wäre sehr nett von Ihnen, wenn Sie mit FX-Flat zufrieden sind, hier mit diesem Event, wenn Sie bei der Umfrage vom Deutschen Kundeninstitut Ihre Stimme für uns abgeben könnten. Ich habe mal den Link in den Chat kopiert. Also würde uns sehr freuen. Vielen Dank. Na, vielleicht kriegen wir jetzt nochmal den NFP-Effekt der letzten Zeit. Eine kurze Zuckung und dann passiert wieder nichts. Kann natürlich sein, dann löst sich das Ganze dann nachher nochmal auf. Aber es ist halt tatsächlich so, ich meine, wir hatten ja auch eigentlich mal vor, man hat irgendwie morgens, glaube ich, oder am Tag davor mal irgendwie Webinar zu machen, Das werden wir auch mal weil, angreifen. bitte? Müssen wir mal planen. Sollten wir machen, ja. Ja. Man sieht ja wieder, es macht ja wieder absolut Sinn, ne? Weil Ja. der Punkt hier oben, der ist halt morgen halt eben schon entstanden und ist natürlich, wer jetzt in der Gruppe als Beispiel nicht dabei ist, der hat das gar nicht mitbekommen und fragt sich jetzt ja, wie kann das denn sein, dass man direkt da, dass halt da oben jetzt irgendwie am besten Punkt irgendwie eine Position existiert, ja? Also, ja, aber halt die Betrachtungsweise ist halt einfach, genau die und es ergibt sich dann halt eben dann oft einen Tag vorher oder Stunden vorher. Gestern muss ich halt auch fairerweise sagen, oder auch heute Morgen um 8, ja, habe ich erstmal die 13.228 hatte ich erstmal auf dem Schirm. Und aber da muss man halt manchmal zweimal gucken und dann aber eben auch gesehen, das Bild, was ich halt vorhin gezeigt habe, also im Daily Chart, dass das schon noch funktionieren kann, wenn er bis ganz da oben hingeht. Hätte ich jetzt zwar auch nicht gedacht, ja, aber. Ist halt so. Und deswegen ist halt ja auch immer wichtig, dass man halt, wenn man sowas verfolgt, sein Risiko begrenzt und nicht jetzt zum Beispiel dann eben bei 13.228 dann einen Short aufmacht und dann irgendwie 100 Punkte gegen sich laufen lässt. Das macht ja gar keinen Sinn. Und ich weiß aber, dass das einige so machen. Also mein Stil ist es halt nicht. Ich gehe dann lieber irgendwie raus und suche mir dann einen neuen, besseren Punkt, weil wenn sowas passiert, ja, wenn etwas 50 oder 100 Punkte gegen mich läuft, dann stimmt hier ja was mit dem Punkt ganz offensichtlich nicht. Ja. Und deswegen, ich sehe auch wenig Sinn drin, dem hier oben mehr als 10 Punkte Luft zu geben, weil wenn der da durchgeht, dann ist mein Punkt entweder falsch oder der Markt läuft so unsauber, dass ich mich auch nicht unbedingt drauf einlassen muss. Und deswegen bin ich da nicht so ein Fan von, da halt irgendwie solche Positionen dann halt auszusitzen bis zum geht nicht mehr. Das aber eben auch nur mal am Rande. Und hier sieht man jetzt auch zum Beispiel bei den Linien, die ich da jetzt halt gezeichnet habe, ja, der hält sich auch ziemlich deutlich dran. Ja. Also halt jetzt hier 15 Minuten drüber geschlossen, setzt hier auch nochmal ganz knapp drauf auf. Und das ist schon korrekt, ja. Also die Range hier, dass die halt entsprechend jetzt verteidigt wird. Und so ist auch normales Verhalten. Also eigentlich ist das hier long. Ja. Ich kann es nicht anders sagen. Also würde ich was anderes behaupten, hätte ich keine Ahnung. Aber halt rein vom Verhalten her ist das hier ein ganz starker Longtrend, den wir hier gerade haben, weil er verteidigt die Range. Er bricht aus, er korrigiert nicht die ganze Zeit nicht. Ja? Ich meine, das sieht man ja irgendwie seit gestern. Und da wird nichts korrigiert. Da geht irgendwie eine Kerze auf und dann gibt es halt eine Range und dann geht es weiter. Und so sieht einfach ein stabiler Longtrend aus. Der Dow Jones zum Beispiel macht das nur so. Ja?
außer wenn er mal halt irgendwie so ein V in den Chart halt irgendwo machen. Aber das ist zum Beispiel eigentlich eher typisch für amerikanische Werte, dass die so laufen. Der DAX mit seinem Auf und Nieder, das ist also, ich kriege da manchmal leider Gottes wirklich Zustände, ja, weil ich damit überhaupt nichts anfangen kann. Aber sowas zum Beispiel, wenn man irgendwo long orientiert ist, generell, ist das super einfach zu handeln. Sondern der macht hier einen Ausbruch und bewegt sich, das sieht man ja auch hier zum Beispiel ganz deutlich. Ich jetzt hier mal irgendwie, das ist mal ein Zeichen. Man sieht es ganz deutlich. Das ist einfach nur eine Range, ja, die sich bildet. So, mehr ist es nicht. Und boah, die Farben sind echt per Voreinstellung immer grandios im MetaTrader. Also hier wird man ja blind. So, schon besser. So, wenn man jetzt hier nur mal die Schlusskurse als Beispiel sieht, ja, oberster Schlusskurs hier, 15-Minuten-Chart, hier ab der Ausbruchstelle, das sieht man ja, also hier war eine kleine Korrektur, Ausbruchstelle, so, und dann nur Range. Das ist, finde ich, einfach zu handeln, weil ich brauche nicht eine Korrektur, eine Welle und irgendwie 61er Retracement oder sonst irgendwas, sondern man sucht sich einfach halt irgendwo hier im unteren Drittel der Range den Einstieg, setzt den Stop dann letzten Endes dahin, also irgendwo an die Range oder knapp drunter, das reicht. Und dann ist man auf jeden Fall erstmal in der richtigen Richtung unterwegs und hatte eigentlich auch relativ wenig zu befürchten. Hier oben jetzt genauso, ja. Also wenn ich jetzt long orientiert wäre, wenn ich jetzt hier nur im Stundenchart oder 15-Minuten-Chart unterwegs wäre, würde ich jetzt hier long gehen. Bei 300, ganz klar, weil es ist einfach die Unterkante von der Range. Und es ist natürlich so, dass die Fortsetzung von der Bewegung ist immer wahrscheinlicher als die Unterbrechung bzw. eine Umkehr. Und deswegen dauert das hier halt auch logischerweise und wird nicht jetzt einfach mal hier runterkippen bis zum geht nicht mehr. Wenn es überhaupt runterkippt, dann dauert es. Und deswegen muss man da halt auch, wenn man so eine Position hat, muss man geduldig sein und nicht irgendwie zu früh pyramidisieren und da halt lieber mal die Füße stillhalten. Also beim Euro haben das, glaube ich, ja auch einige mitbekommen. Dort war ich long seit 1,1830. Das ist letzten Endes ein Trade, läuft jetzt fast 3 Wochen. Ja, also hat irgendwie Tage gebraucht, hat aber auch so eine Range gebildet im Stundenchart. Tage gebraucht, um da auszubrechen, aber dann ist er eben ausgebrochen. Und jetzt macht er halt die ganze Zeit nichts anderes, außer Ranges bilden im Stundenchart und weiterlaufen. Und deswegen ist sowas halt auch nicht schwer eigentlich zu handeln. Also vergleichsweise, ja. Ich meine, grundsätzlich ist Handel ja nicht irgendwie so leicht. Aber ich greife das auch nur mal auf, weil ich das heute Morgen auch noch irgendwo gehört oder gelesen habe, dass es da schwer wäre, reinzukommen, wenn man Anstieg ohne Korrektur hat. Finde ich überhaupt nicht. Also sollte man sich mal unter dem Aspekt mal angucken, weil es ja dann eben auch oft so ist, wie zum Beispiel im DAO, ja, also wenn man jetzt längere Positionen handelt, da reinzukommen ist. Einfach eine Range suchen. Range suchen und dann halt kann die Positionsgröße ja entsprechend der Range anpassen, dann reingehen und Geduld haben. Ja. Und meistens passiert dann nicht viel. Und die Chance ist halt einfach groß, dass es dann halt auch in die Richtung weiterläuft. Und wer das beim DAO gemacht hat, ich meine, über den müssen wir ja eh nicht reden. Ja. Ich meine, hier sieht man es ja jetzt als Beispiel auch. Ja. Er verteidigt das die ganze Zeit. Und meine Chance, dass der jetzt hier kippt, ist eindeutig kleiner, als dass er weiter nach oben durchgeht. Zumindest mal halt hier in der kurzfristigen Betrachtung. Nur um das eben nochmal zu erklären, warum ich nicht hier auf Long setze. Weil es halt hier ganz klar ums CAV geht. Ich habe hier ein viel, viel, viel besseres CAV. Und wenn sich das Ganze nach unten wieder halt fortsetzen sollte, weil, ich zeige es nochmal, wie im Daily kommen. Und dann ist das eine Position, die ist im CAV unschlagbar. Einfach, ja, weil ich halt hier mit 10 Punkten Stop oder 5 waren sie eigentlich nur, aber sagen wir mal 10, natürlich extrem hohes CAV habe. Plus eben die Tatsache, dass ich halt hier rein fachlich keinen Fehler mache. Ja. Trotzdem keine Garantie, klar, aber wenn es funktioniert und dann funktioniert es eben richtig ordentlich. Und das ist dann auch eine Position, die muss ich auch nicht mehr anfassen. Die nächste Zeit. Okay, so, haben wir noch irgendwelche Fragen? Nee, Fragen erstmal nicht. Ich gucke mir auch gerade so ein bisschen die Märkte an. Also auf den kanadischen Dollar ist auf jeden Fall Verlass. Also, fast jeden Freitag macht er hier sehr gute Bewegung. Auch heute wieder über 120 Pips.
US-Dollar, kanadischer Dollar. Also den kann man sicherlich bei NFP-Tagen auch mal ein bisschen sich angucken. Habe ich mir noch nie angeguckt. Ja, Muss ich wir wirklich haben ja auch probieren, ne? gleichzeitig auch Jo. Wirtschaftsdaten, die rauskommen und der reagiert immer sehr, sehr schön eigentlich. Jo, ne? Weißt du, was kann man handeln? Das stimmt. Das soll ich mir, glaube ich, mal genauer angucken in Zukunft auch. Ansonsten Ja, man schreibt kann ja ein nicht. Teilnehmer, auch Silber wäre auch schön gewesen. Habe ich jetzt tatsächlich mir jetzt nicht angeguckt. Ja, wir brauchen mal eine Webinar-Software, die mehrere Bildschirme übertragen kann, glaube ich. Ja. Das ist, weil ich muss mich ja hier immer festlegen auf irgendwie einen Schirm. Hab zwar hier natürlich nur einen anderen, aber da laufen halt eben dann auch andere Trades und anderen Konten dann eben auch nochmal drauf. Aber halt hier das auf dem, mit der kleinen Auflösung da halt alles zu transportieren, ist halt leider nicht so einfach. So, was haben wir hier denn noch? Ach, was geht da alles auf? So. Ja, die Indizes, ja, gut, die machen wieder Mittagspause. Ja. Ja, sieht so aus, ne? Der Euro weiß So. auch noch nicht so recht. Was macht Gold? Ja. Ja, doch, der weiß. Ich glaube schon, dass der weiß, ne? Es kann halt nur sein, dass er einfach nochmal, dass da unten noch was Dickeres liegt, was irgendwo abgeholt werden muss. Das kann ja sein. Muss mal gucken, ob ich den jetzt hier ganz da aushalten würde und bis da unten hin averagen. Mal gucken, wo wir da liegen. Jetzt hier auch mal einen Strich zeichnen. Das wäre dann halt auch so, dass ja, das tatsächlich auf dem Vortag das 23er Retracement, das wäre auch so ein Maximum und auch hier von der letzten, ja, hier auch höheres Hoch über die letzten korrektiven Hochs auch ausgebrochen. Korrekturpunkt und dann Strong Long. Das wäre natürlich auch das Maximum einfach von dem aktuellen Trend. Ja. Also kann sein, dass er das macht. Aber ob man den dann bis da unten hin aushalten, könnte man machen, je nachdem, wie groß die Position ist. Ich würde hier tatsächlich sogar noch gehen, aber ich glaube, da würde ich erstmal abwarten. Also wenn jetzt hier runterkommt, würde ich erstmal abwarten. Und dann lieber gucken, dass ich mich dann tiefer und dafür dann halt auch gleich größer eindecke. Weil das kann natürlich auch dauern. Es kann jetzt natürlich auch sein, dass ich hier einfach, dass der sich hier fest frisst in der Range dann halt und dann wäre das Ding übers Wochenende drin. Das ist natürlich auch mal ein bisschen suboptimal. So, leider sonst nichts zu tun hier. So, jetzt komme ich ja wirklich tatsächlich im Euro komplett an Anfang. Das ist natürlich schon heftig. Könnte man jetzt auch noch hier Anfang von der Range nochmal reingeben. Kann man ja mal machen. Aber wie gesagt, wenn er da unten durchgeht, bisschen Luft hier an der Stelle. Und dann eher mal abwarten. So, ein Teilnehmer hat auch geschrieben, USD-Cut ist ein Depotverdoppler, schreibt er. Macht immer Ja, glaube mindestens 75 Pips. Dann ich. ist Ja, es ist schon ordentlich, ne? ein anderer Teilnehmer ist da jetzt long sogar. Mal eine Okay. Gegenbewegung. Dann hat einer ganz genau zugehört, Dirk, und fragt, warum du mehrere Konten handelst, ob da Vorteile gibt. Nö, ich separiere das halt immer nur, ja. Also ich habe halt, also das Konto hier ist zum Beispiel, das ist eigentlich immer hauptsächlich für Vorführzwecke halt gedacht. Da sind auch die Positionsgrößen überschaubarer. Dann habe ich natürlich halt auch noch ein richtiges Konto. Und was ich halt eben auch mache, ist dann halt eben auch mal dann halt einfach wirklich auf Konten dann voneinander isolieren. Ja, also ich habe auch zum Beispiel dann halt irgendwie auch mal, ich will es jetzt nicht Zockerkonto nennen, ja, aber wo ich dann halt schon mal irgendwie mit größerem Hebel dann halt mal explizit dann halt eben da Kapital drauf abstelle und dann halt nur für einen speziellen Trade dann sowas dann halt eben auch mache. Das ist der Grund einfach von dem Ganzen. Und das ist natürlich gerade, klar, bei News ist natürlich dann schon mal ein bisschen anstrengender, aber
Ich bin es aber so gewohnt. Und deswegen, ich habe das eigentlich, ich habe das, glaube ich, wirklich noch nie oder selten so gemacht, dass ich halt irgendwie nur ein Konto hatte und darauf irgendwo alles gehandelt. Sondern macht das wirklich lieber so. Und auch hier auch mal ganz kurz ein Wort zur Positionsgröße. Ja, also es gibt im Stereo Trader, gibt es demnächst eine Funktion und die ist speziell halt für Händler, die Webinare machen. Weil ich hatte letztens mit dem Thorsten Helwig, habe ich auch drüber gesprochen, weil der hat da halt auch ein Feedback bekommen, was halt irgendwie nicht so nett war. Und bei mir der Positionsgröße ist es ja immer so, wenn sie zu klein ist, dann heißt es ja, der handelt nur Kleingeld. Und wenn sie zu groß ist, und dann heißt es, es ist ein Angeber. Also wie man es macht, ist es ja falsch, was die Positionsgröße angeht. Und das heißt, das hier, was ihr hier seht, ist ein Echtgeldkonto. Aber die Positionsgröße ist nicht die echte Positionsgröße. Ja? Also das heißt, da liegt ein Multiplikator dahinter, ob jetzt kleiner oder größer, spielt keine Rolle. Und das sind jetzt einfach nur, ich habe das aber so eingestellt, dass ich eine angezeigte Größe habe, wie ich sie eben auch gewohnt bin, zu handeln auf einem normalen Konto. Und das hat also, der eine Vorteil ist halt wirklich, man muss nicht unbedingt jetzt hier immer irgendwie dann tatsächliche Größen halt hier zeigen. Das ist aber halt natürlich sehr subjektiv. Aber was halt auch, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Vorteil ist, also von dieser Funktion, die wird auch kommen, ganz offiziell im Stereo Trader. Momentan ist die ist zwar jetzt drin, aber ist noch nicht dokumentiert. Und es hat einfach der Vorteil, dass man natürlich, wenn man sagt, okay, ich habe ein Problem damit, ja, wenn ich jetzt halt hier irgendwie einen Gewinn oder Verlust sehe oder speziellen Verlust, ja, der irgendwie vierstellig wird. Wenn ich aber ein Konto habe, was jetzt zum Beispiel 20.000 Euro ist, ja, dann macht das ja nichts, dann passt das ja halt trotz allem noch dazu. Trotzdem ist es natürlich in absoluten Zahlen immer so ein psychologisches Ding. Und dann kann man sich über diese Funktion dann letzten Endes die Werte anders darstellen lassen. Also das so, dass es dann halt einfach entweder kleiner ist, ja, wenn man zum Beispiel ein größeres Konto hat und handelt, oder umgekehrt natürlich auch, wenn man irgendwie ein kleines Konto hat, um sich an größere Werte zu gewöhnen, kann man das natürlich auch so umstellen, dass halt größer angezeigt wird, ja, und dann kriegt man vielleicht ein bisschen Gefühl dafür. Und bevor man dann halt zum Beispiel irgendwann auf größere Konten geht, hat man einfach die Zahlen schon mal gesehen. Man hat das einfach schon mal rein psychologisch halt schon mal gelernt. Ja, also ich finde es eigentlich ganz nett. Und weil man ja auch bei kleinen Konten oft den Fehler macht, dass man sagt, ja, 20 Euro ist ja nicht viel. Ja gut, aber wenn ich ein 500-Euro-Konto habe, dann ist es prozentual betrachtet, ist es dann halt schon viel. Ja, und so kann man sich das eben anders darstellen lassen. Und wir sind ja nun mal, wir denken ja alle in Zahlen und nicht prozentual, ist ja nur menschlich. Und von daher ist es, glaube ich, dann auch wesentlich einfacher, da den Umgang mit größeren Konten dann auch zu erlernen. Mit Echtgeld, ohne dass es gleich tatsächlich größere Beträge sind. Ich hoffe, man kann mir hier folgen. Vielleicht habe ich es auch ein bisschen wirr erklärt. Aber ich finde es eigentlich ganz hilfreich. Also, werde aber dann, wenn das rauskommt, da auch separat natürlich noch mal ein bisschen was dazu erklären und was dazu sagen. Ja, ein So, Feedback mit kam anderen schon, Worten. dass er diese Funktion gut findet. Ich sage, ein Feedback kam schon rein, dass er diese Funktion gut findet. Ja, also ich finde es halt echt, es hat mehrere Vorteile einfach, ne? Und wenn ich jetzt hier jetzt als Beispiel so 5 Euro pro Punkt, das ist sowas, das bin ich halt gewohnt, beziehungsweise vorhin waren es 7,50, 7,50 Euro, das ist auch für mich so einfach so eine schöne Zahl, die ich halt auch gerne handle, so blöd es klingt, ja. Aber das ist halt einfach eine Positionsgröße, mit der ich halt gut umgehen kann. Und das heißt, ich muss mich hier nicht umstellen, muss nicht umdenken, sondern habe einfach rein vom Gewohnten her, klicke ich halt hier die Größen, die ich halt einfach gewohnt bin und arbeite dann da halt mit. Ja. Ich habe vorher auch, mich daran zurückdenke, halt irgendwie dann auch teilweise mal mit Positionsgrößen irgendwie von 70 Euro pro Punkt oder so war dann halt irgendwo Standard. Und da wird es einem halt schon mal schlecht, ja. Also wenn dann so ein Ding dann halt auch mal gegen einen läuft oder auch wenn es ins Plus läuft, wird man halt einfach nervös, ja. Also spätestens bei 100 Euro pro Punkt kriegt das Ganze schon irgendwie einen anderen Charakter, ja. Weil dann läuft der natürlich 10 Punkte und man hat irgendwie eine vierstellige PL an der Stelle schon. Das ist natürlich schon ordentlich. Und das ist eben auch so ein Grund, warum ich das halt hier eingebaut habe, weil ich das eben auch
weil ich da die Erfahrung gemacht habe, dass ich da halt einfach nicht mehr oder oft nicht mehr sinnvoll entschieden habe, ja, bei einem entsprechenden einem großen Konto. Und das hier sowas, da kann man mit leben. Rein vom Anblick her. So, aber ich glaube, da passiert jetzt irgendwie nicht mehr viel. Soweit passt es ja im Moment alles, aber wir haben immer noch keinen Schlusskurs hier drunter. Den hätte ich mir natürlich jetzt mal angucken können. Ja, wieder in der Range. 30 Minuten mal gucken. Schon wieder in der Range geschlossen. Also die wird halt hier wirklich gnadenlos verteidigt. Was schon so ein bisschen dafür spricht, dass einmal der Ausbruch da nach oben getestet wird. Leider Gottes. Also kann schon sein, dass es jetzt einmal versucht und kann natürlich auch sein, dass es gelingt. Keine Frage. Schlecht für Short, gut für Long. Aber sieht man ja. Also hier, das war der letzte Schlusskurs. Die wird ganz eindeutig verteidigt, die Range. Ich nehme mal hier nochmal ein Stück raus, bevor ich hier nachher leer ausgehe. Muss nicht sein. Und dann halt mal gucken, was passiert. Ob er das wirklich schafft. Man wird dann tatsächlich eher hier unten nochmal irgendwie reingeben. Also dann auch alles, ja. Also wenn jetzt hier nochmal runterkommt. So hier im Mittelfeld quasi. Im Übrigen So, haben Gold wir. hat fürchterlich die Biege, der Euro auch, sehe ich gerade. Sieht aber schon ein bisschen aus wie so eine Zuckung. So, jetzt hier erstmal raus, das ist okay, ist ja im Plus raus. Und dann jetzt wirklich mal gucken. So, da kommt er wahrscheinlich, ne? So wie es aussieht. Na, gucken, da kriege ich den ja doch noch. Das ist doch schön. Wo sieht Dirk das Volumen im DAX? Schreibt einer oder fragt einer. Wo ich das Volumen im DAX sehe. Da. Zum Beispiel. Ja, einfach auf Future-Konto. So, dann mal gespannt. Genau, was ich eben kurz sagen wollte, ich habe einen Link auch in den Chat gepostet jetzt. Wir haben jetzt für die Aufzeichnung hier der NFB-Webinare eine eigene Playlist kreiert sozusagen. Und da werden Sie auch später dann die heutige Aufzeichnung finden. So, das war jetzt, glaube ich, eigentlich ganz nett hier, ne? Dass man das auch mal gesehen hat, wie wichtig ist es da unten halt, bevor so eine Entscheidung gefallen ist, auch mal sicherzustellen, dass man da halt auch nicht leer ausgeht, wenn man nicht zufällig wirklich eine Glaskugel hat. Und auch hier, wenn es einfach unsicher wird, oder gerade hier auch das mit den Ranges, ja, das war ja wirklich hier eindeutig, ja. Also auch gerade die letzte Kerze exakt hier nochmal ganz knapp in der Range geschlossen. Und da kann man wirklich schon drauf wetten, dass da nochmal versucht wird, nach oben raus, weil die so deutlich verteidigt wird, ja. Und da macht es auch gar keinen Sinn, da halt irgendwie jetzt irgendwie hier, weiß ich nicht, also keinen Teilverkauf zu machen, nichts mitzunehmen und nur weil man glaubt, das ist so, ja. Also ich meine, das war ja jetzt erstmal soweit richtig alles, das ist ja okay. Und es ist ja auch was bei hängen geblieben, das ist völlig in Ordnung. Und aber halt, wie gesagt, trotzdem nicht gnadenlos an irgendwas festhalten, wo man denkt, es ist so. Das geht meistens in die Hose und ist auf Dauer teuer. So, Stundenkerze. Ja, die hat jetzt natürlich noch eine Stunde Zeit, aber halt auch deutlich zu sehen, einfach hier, ne? Die Range, also das ist auch. Kein untypisches Verhalten, eine Longkerze und dann halt zwei, drei schwarze und dann Fortsetzungen nach oben. Also ich meine, ich habe es ja vorhin auch ein paar Mal gesagt, ja, also wenn man irgendwie Long sucht, eine Range, ist da.
Und wenn man halt einen Einstieg sucht, eine Range, ist ungefährlich, ist nicht gefährlich. Hier das gleiche in Grün gerade nochmal Range gebildet. Geht jetzt wahrscheinlich nochmal hier unten irgendwo dran. Versucht es dann nochmal. Ist mal kurz weg. Also besser wäre, wie ich halt vorhin ja auch gesagt habe, ja, wenn wir einfach mal zumindest mal eine 30-Minuten-Kerze hätten, die wenigstens mal hier drunter wäre. Dann kann man da mal halt irgendwie weiter drüber nachdenken. Aber halt hier, was Long angeht, fehlt es aber genauso, ja. Es braucht einen Schlusskurs im Stundenchart hier drüber. Und dann, okay, dann kriegt das Ding wirklich Potenzial, auch nach oben aus dem Abwärtstrend auszubrechen. Aber solange das nicht der Fall ist, ist es eben nicht passiert. Ja. Und hat das Ding immer noch Potenzial, gnadenlos nach unten wegzubrechen. Wundern wird es mich sowieso nicht, davon mal abgesehen, ja, bei dem ganzen Rest, also weiter. Eben Gold Long und ich habe es ja vorhin erklärt und wegen Volumen und so weiter und so fort. Und das Sentiment ist auch Long, ja. Also seit wann funktioniert das, dass wenn irgendwie das Sentiment 70% Long ist, dass dann auch der DAX Long geht? Das ist neu. Das geht ja meistens eher genau umgekehrt. Dow Jones vom Hoch auf 40 Punkte abgegeben aktuell. S&P auch. Also nicht die 40 Punkte, aber auch wieder vom Tageshoch runter. Also ich glaube halt einfach, dass halt, sobald hier Gold nochmal, Gold hat gerade irgendwie auch so die Biege nochmal nach unten gemacht. Und sobald Gold da irgendwo nochmal hochzieht, wird es den DAX wahrscheinlich auch nochmal irgendwo erwischen. Hier ist eine Frage zum Sentiment wahrscheinlich. Er schreibt 70% Long im DAX. Wo siehst du das? Ich habe vorhin, also ich weiß nicht, ob das 70 waren oder 67, irgend sowas um den Dreh. Bei das Eurowax-Sentiment habe ich vorhin mir angeguckt und bei HSBC das Sentiment. Die beiden. Und das war irgendwie so um den Dreh rum. So, ich würde hier gerne abgeholt werden, lieber Euro. Ich hoffe, dass es eine gute Idee ist. Aber ich glaube schon. Ein Teilnehmer schreibt, Euwax-Senti ist aktuell bei minus 18. Ja? Okay. Weil es war heute Morgen irgendwann, also zumindest bei HSBC habe ich den Kuchen noch in Erinnerung. Das war auf jeden Fall Strong Long. Aber minus 18 wäre ein guter Grund dafür, warum es jetzt hier erstmal hochgeht. Aber Sentiment alleine ist natürlich auch nicht relevant. Man muss es schon natürlich im Gesamtkontext betrachten, klar. Wenn dann alles irgendwo zusammenpasst, und dann hat sowas auch immer ganz nette Chancen. Also Aber Gold kippt jetzt Gold. gerade, ja, hast du auch gesehen, ja. Ja. Sehen. So. Gold macht die Biege. So. Aber auch nichts. Mal gucken, ist das relevant? Nö. Überhaupt nicht. Das sieht für mich aus wie Schwung holen bei Gold. Hier hatte ich da vorhin hier auch drauf. Hier passiert ja gerade nichts. Kann man mal kurz groß machen. Was hat der Luft? Also der hier ist wahrscheinlich interessant, möglicherweise, weil der ist natürlich ein bisschen tief bei 310, obwohl man weiß es nicht. Aber das hier ist jetzt nicht schlimm. Erstmal, was da passiert. Und ist auch, kann ich auch mal kurz zeigen,
bin zwar kein Moving Average Verfechter, aber News sind das immer so nette Anlaufstellen, wo es sich gerne mal irgendwie hingestürzt wird. Und mehr kann ich da auch nicht wirklich erkennen, außer dass halt eben auch 50% vom Vortag ist, ja. Also die beiden kommen hier zusammen. Und das macht natürlich schon Sinn, ja. Also da jetzt mal hinzulaufen, dass der jetzt da einfach nach unten durchfällt, also hier vor allen Dingen unter den hier, glaube ich nicht. Dafür ist das alles im Tageschart doch eine Nummer zu long hier. Und was aber eben auch mal gerne passiert, das würde passen, ja, zum Beispiel an der Stelle, ich gehe jetzt hier nicht long, ich packe nochmal irgendwie Nummer zur Kennzeichnung, vielleicht lieber mal nicht. So, warte. Das wäre die 61,8 vom Vortag und auch gleichzeitig die Eröffnung. Das wäre vermutlich ein schöner Long-Einstieg. Ja, also hier. Das kann gut sein. Das kann schon gut sein, dass das funktioniert. Was wäre die? Was sind wir hier? 1313. Aber will ich auf dem Konto jetzt nicht machen, sondern ich bleibe mal hier auf dem. Aber man kann es ja trotzdem mal beobachten. So, was habe ich hier gemacht? Das war nicht der Plan. Habe ich hier eine falsche Order gesetzt? Das ist ja unglaublich. Das ist natürlich long. Das ist meine ganze Short auf. Was habe ich denn da gemacht? Okay, auf jeden Fall war das mein Abholpunkt hier in etwa. So. Nur muss es natürlich ab hier jetzt auch irgendwann schnell nach oben gehen, ja, wenn das was werden soll, das ist natürlich klar. Ja, da war ein Also eben. Teilnehmer aufmerksam bezüglich des Euro-Shorts, aber hast du ja jetzt schon geklärt. Ja, das ist, keine Ahnung, habe ich mich vorhin einfach verklickt. Das ist halt echt immer das Problem, wenn man hier halt noch gleichzeitig moderiert, aber gut. Glücklicherweise noch schnell genug entdeckt. Passiert. Ja, aber passt soweit, ne? Also hier darf er auch nicht mehr drunter. Also auch hier der Pivot, das wäre eigentlich schon nicht mehr gut, ja. Also kann er machen, wäre aber schon eine kleine Schweinerei eigentlich, ja. Also wenn jetzt da halt irgendwie, wenn er den sich jetzt irgendwie auch noch schnappt und der Euro läuft eigentlich meistens doch sehr sauber. So, außer da drückt jemand mal auf falschen Knopf, dann kann sowas natürlich auch schon mal passieren, aber. Ja, sieht man hier, der Pivot ist exakt mit diesem Peak hier, fällt er zusammen. Wäre noch gerade so okay, ja. Und wäre auch hier ein kurzer Dip in den EMA 200 und den S2 und Pivot. Also das hier ist auf jeden Fall, ja, also es wäre okay. Muss nicht unbedingt sein, so wäre es schöner. Aber wir werden sehen. Wo siehst du das Ziel im Euro, fragt einer. Bei 1,28. Das wäre nämlich der nächste relevante Punkt aus dem Tageschart. Also deswegen verfolge ich den auch die ganze Zeit schon so akribisch, den Euro, weil ich halt da auch, ich meine, ich bin ja da schon, wie gesagt, jetzt nicht hier, aber anderweitig schon ganz schön lange drin, weil es natürlich auch jetzt erstmal von da unten betrachtet ist, das alles ganz gemütlich hier oben. Und da kann der hier machen, was er will. Und weil dass der jetzt einfach hier von der 1,20 nochmal runterkippt Richtung 1,18, glaube ich erstmal nicht dran. Und wenn, dann habe ich jetzt natürlich genug Zeit, da irgendwie zu sagen, ja gut, funktioniert halt doch nicht. Aber das halte ich schon für plausibel, ja. Also dass der dahin läuft. Und gucke, ob ich es hier gezeigt kriege oder nicht. Das Rot hier macht mich auch so ein bisschen verrückt. Kurz mal umstellen.
So. Da muss man halt leider schon einen Wochenchart wechseln. Geht überhaupt so weit zurück hier? Nee, reicht gar nicht. Sehe ich hier leider nicht. Kann ich noch nicht mal zeigen. Da muss man in der Historie ein bisschen weiter zurück, um das zu erkennen. Kommt aber eben aus dem Tages- und Wochenchart, das Ziel. Und ja. So, der Entry war auf alle Fälle gut. Ein bisschen doof ist, dass der hier jetzt rot ist. Das heißt, der wird jetzt nicht am Stück da oben durchlaufen, tendenziell, sondern wird spätestens da halt nochmal bremsen. Vielleicht kriegen wir auch hier unten noch den Dip, wie gerade gezeigt, hier an dem Pivot. So, den hier kann man ja wegmachen, der hat ja funktioniert. Aber hier an dem Pivot und kann sein, ja. Aber generell, glaube ich, sieht man ja auch, es wird ja auch immer gerne gesagt, dass man ja generell nur irgendwie eine 50-50-Chance hat. Finde ich nicht. Wenn man weiß, wo irgendwie Bewegung entsteht, und das habe ich hier, glaube ich, auch gerade nochmal ganz nett gezeigt, und dann hat man dort einfach eine erhöhte Chance, ja, dass so ein Trade ins Plus geht. So, ich könnte ja jetzt, wenn ich zum Beispiel skypen würde, hätte ich schon längst gesagt, komm, weg damit, ja. Und irgendwie hier bis zum nächsten Widerstand und gut ist. Und das heißt, wenn man so handelt, und deswegen bin ich auch ein ganz großer Fan vom Skyping, auch wenn ich selber aktuell nicht mehr die Zeit dafür habe. Aber wenn man weiß, wo was reagiert oder wo etwas höchstwahrscheinlich reagiert und die Punkte dann auch erkennen kann, hat man auch eine enorm hohe Trefferquote und die deutlich über 50% liegt. Nur dass jetzt, ob jetzt der Punkt dann natürlich reicht, ja, um jetzt irgendwie 300 Pip zu laufen, das steht ja auf einem ganz anderen Blatt. Das ist ja ganz klar. Aber dass dort reagiert und dass dort auch was passieren wird und dass dort Orders in den Markt kommen, das kann man schon abschätzen, behaupte ich mal. Okay, so, ich werde jetzt also hier, ich glaube, wir können jetzt auch hier irgendwie langsam zum Schluss kommen. Ich gucke mal den DAX nochmal schnell an, ob da nochmal was passiert ist. Der hat noch nichts hier gezaubert, außer dass er halt hier kleine Korrektur macht und jetzt wahrscheinlich hier ansetzt, um da oben einmal dran zu dippen. Ja, wenn man das mal runterbricht, also wenn man das aufdröselt in mehrere Kerzen, zum Beispiel Minutenchart, dann ist das hier eine kleine Flagge, nur mal zum Beispiel, ja. Und sieht man auf den ersten Blick gar nicht. Aber wir haben hier einen Ausbruch und dann hat hier Abwärtstrend, Abwärtstrend, ja, also ganz minimal, also hier abfallende Hochs und deswegen, das wäre jetzt zum Beispiel plausibel, dass der hier oben durchgeht und es einmal testet. Und im 5-Minuten-Chart und sowas passiert auch im Stunden-Chart und so weiter. Eben sehr oft ist, dass man eine Kerze hat, zum Beispiel in die eine Richtung, und da gibt es eins, zwei, manchmal auch drei, und geht dann bis maximal hier unten da an diesen Punkt, also kurz vor die Öffnung, und dann geht es oben raus. Das wäre jetzt so der Klassiker halt einfach, ja. Also, und deswegen wird es jetzt hier auch zumindest mal in puncto Short kurzfristig nichts zu tun geben. Und sondern ich gehe davon aus, dass der jetzt einmal hier aus dieser Formation plus eben die Tatsache, weil er in der Range ist, dass wir das jetzt einmal da oben testen werden. Also das halte ich schon für sehr wahrscheinlich. Ja, zumindest hier ist er auch gebrochen. Ja, also die letzten Punkte, zum Beispiel der hier, das ist ja erstmal durch. So, könnte schon funktionieren. Aber trotzdem eben nicht meine Richtung für heute, sondern ich würde jetzt eher mal gucken, wenn er da oben nochmal hinkommt, wie geht er damit um? Macht er wirklich ein neues Hoch? Und bleibt dann auch oben, bildet dort auch wiederum eine Range aus? Dann kann man über Long nachdenken. Ansonsten, wenn das irgendwie nur ein Spike wird und der nochmal hier irgendwo drunter schließt, dann würde ich den Short auch da oben wieder aufmachen. Und Euro habe ich hier, glaube ich, erklärt. Ja, also kann er machen. Würde ich auch nochmal irgendwo da nochmal was reingeben. Ein bisschen Luft kann man ihm auch geben da unten. Und dann ansonsten ganz klar nach oben ausbauen. Ja, also wenn er hier dann zum Beispiel jetzt über diesen Punkt da nochmal raus ist, ist hier auch so eine kleine Range, die sich hier gebildet hat. Wenn er da nochmal rausgeht, dann würde ich das Ding nach oben pyramidisieren und dann laufen lassen ansonsten. Und Gold, kann ich ja auch nochmal zeigen. Da hatte ich ja auch gerade was dazu gesagt. Sieht man jetzt auch ganz nett. Ja, habe ich gesagt, das ist wahrscheinlich ein schöner Einstieg. Et voilà. Er hat auch entsprechend sofort hier reagiert.
ja, so einen Tick oder einen halben Tick hier drüber. Das ist also perfekt. Also das war auf jeden Fall nett hier an der Stelle, da long zu gehen und auch nochmal, um das ein Daily zu zeigen, eben die Eröffnung und dann auch die 61er Korrektur, also sowas sind schöne Einstiege. Und ohne viel Hexenwerk. Und selbst im kleinen Timeframe, wenn ich das hier runterbreche, weil, um das auch nochmal kurz zu erklären, was die Range angeht, das hier, das ist ja eine Range, ja. Also so eine lange Kerze ist ganz klar eine Range oder beziehungsweise bildet meistens eine Range aus. Und was versucht Gold jetzt? Gold versucht nicht mehr, als jetzt hier wieder in der Stundenkerze da wieder reinzulaufen. Und deswegen sind solche Reaktionen absolut plausibel. Das ist halt einfach so mein Price-Action-Ansatz. Und deswegen, und da vertraue ich eben auch drauf. Und es passt halt, hier passt halt einfach wahnsinnig viel zusammen. Einfach der Open vom Vortag plus dann hier noch meinetwegen das Retracement. Und dann diese Long-Bewegung, in die er versuchen wird, zurückzukommen. Das sind echt so, ich nenne es immer Elfmeter ohne Torwart, sowas. Und deswegen habe ich da vorhin auch gesagt, dass das wahrscheinlich ein schöner Einstieg ist an der Stelle. Weil es dann eben auf den ersten Blick erstmal aussieht, stürzt ab. So einfach geht das nicht. Und hier sieht man jetzt auch, selbst im kleineren Timeframe, ja, 5 Minuten wird es jetzt da unten rund. Und kann gut sein, dass es das hier unten war. Vielleicht geht auch noch mal kurz dahin. Kann auch sein, ist ja nicht schlimm. Aber halt so generell, wenn man halt eben ein paar Punkte mehr haben will, kann man das hier unten ruhig machen und kann es mal aussitzen eine Zeit lang. Das ist, glaube ich, kein Fehler. So, dann noch ein letztes Mal den DAX. Ja, ne? So, versucht jetzt da oben. Es setzt auch schon ein bisschen an und dann gleich mal gucken, was da weiter passiert. So, mehr kann ich im Moment, glaube ich, auch nicht machen. Ich glaube, das war ja halt alles recht plausibel. Und ja, mehr weiß ich jetzt gar nicht. Nee. Ich habe die Fragen auf dem Schirm. Wenn es noch irgendwas gibt, kann ich ja gerne noch Eine eingehen. Frage, ich wollte dich nicht unterbrechen, deswegen. Da hat einer noch eine Anmerkung bezüglich deines Ziels 1,28, ob dann der DAX nicht stark fallen müsste. Also ich habe dazu mal ein Bild gezeigt, was die Korrelation DAX und den Euro angeht. Ich kann es jetzt, also mit dem Stereo Trader kann man das übrigens darstellen. Da gibt es so ein Add-on, das heißt, hier unten findet man das. Das heißt Correlator. Einfach mal, ich habe jetzt hier nicht genügend historische Daten, deswegen kann ich es jetzt hier nicht gut zeigen, weil das ist eine frische Installation, müsste ich erst alles runterladen. Aber wenn man das draufzieht, ich kann ja mal kurz zeigen, wie das funktioniert. Ich mache den hier mal kurz weg. Das heißt, man zieht den einfach hier auf den DAX drauf. Ich hoffe, das geht jetzt hier. Trägt dann hier das Symbol ein. Ja, zum Beispiel Euro, USD. So, mehr muss ich gar nicht machen. Dann sehe ich hier oben, sehe ich den Euro-Verlauf. Jetzt auch hier auf 5 Minuten. Kann das hier auch umstellen. Und dann kann man ja mal vergleichen. Ja, also wenn man dort. Also hier ist jetzt die aktuelle Korrelation, jetzt hier auf 5 Minuten. Und man kann das ja auch mal vergleichen, dann irgendwie über ein paar Monate oder so. Und da wird man feststellen, dass so etwas wie eine Korrelation eigentlich überhaupt gar nicht existiert. Ich weiß, dass das in aller Munde immer ist. So, wenn der Euro steigt, fällt der DAX. Es stimmt einfach nicht. Und da braucht man auch, das hat auch nichts mit Meinungen zu tun oder sonst was. Es stimmt einfach nicht. Weil man kann es nachvollziehen. In den meisten Fällen laufen Euro und DAX komplett unabhängig voneinander. In den allermeisten Fällen. Und in seltenen Fällen laufen die wirklich mal halt in einer Korrelation. Ja? Also hier jetzt, wenn man das klein betrachtet, sieht man es nicht wirklich. Man muss das schon über längere Zeiträume sich angucken. Aber selbst hier, wo ich jetzt nur auf Stunde bin, wo genau ist hier eine Korrelation? Ja, also hier Euro steigt, DAX steigt. Also das Blaue ist an der Stelle jetzt der Euro. Also hier steigt der DAX, hier steigt der Euro. So, hier läuft es einmal auseinander. Und wie gesagt, ich komme hier leider nicht weit zurück, deswegen kann ich hier nicht viel zeigen. Aber generell, das ist einfach nicht der Fall. Ja, also es ist ab und zu mal der Fall, wie jetzt hier zum Beispiel, ja, dann läuft es gefühlt auseinander. Aber hier steigt es dann auch wieder gemeinsam. Und ich meine, die Sache ist auch die, wenn man das mal einfach mal
Entschuldigung, nackten Zahlen mal betrachtet. Der Euro stand bei 1,04 vor irgendwie einem Jahr und der DAX stand bei 10.000 irgendwas. So, der Euro hat 20% zugelegt und der DAX 30%. Also allein vor dem Hintergrund stimmt es ja schon nicht, ja. Und ohne da, dass man jetzt hier groß überhaupt eine Korrelation sich angucken muss. Stimmt, das passt ja nicht zusammen. Und deswegen spricht da überhaupt nichts dagegen, warum das nicht irgendwie auch weiter gemeinsam steigen könnte. Also, aber Correlator einfach mal draufziehen und dann einfach auch mal selber gucken. Und dann kriegt man auch so ein bisschen Gefühl dafür, dass das halt eben meistens nicht stimmt. Und das Gleiche gilt sogar für den DAX und den DAO. Das ist das Gleiche in Grün. Und kann man schön visuell darstellen und sich da auch ein bisschen frei machen von irgendwie subjektiven Eindrücken, die man sich dann halt einfach dann sowas dann anguckt und eher dann mal danach geht, weil das ist halt, hier hat ja statistisch mehr Relevanz als irgendwie eine subjektive Einschätzung. So, ich sehe auch hier gerade in einem anderen Chart, und wo ist er? Wo ist er mit DAX jetzt schon wieder hin? Also Quatsch, ich war ja hier im DAX. Du bist im DAX, ja. kurz hier. Dazu aber kurz eine Frage, ob du bei 329 nochmal Short gehen würdest. Ja, muss ich auch mal gucken. Ich glaube, ja. Jetzt bin ich natürlich hier wieder viel zu langsam. So, ups. So, was immer, 37, ich muss hier, das ist immer. Und wie kriegt man den Correlator wieder raus? Aus dem Chart, wird auch gefragt. Und gleich. So, ich mache nochmal eine hier auf. Erstmal, vielleicht ein bisschen früh, kann sein. So, ein kleines neues Hoch, aber erstmal abgeprallt. Da oben wäre natürlich besser gewesen. Da oben erstmal irgendwie, ne. Den genau da oben abzupassen. Aber gut. Wie man den rauskriegt, gut, kann ich dann auch noch nebenbei zeigen. Was ich mal ein Geld verbrenne durch Ungenauigkeiten, weil ich zu viel rede während den Webinaren. Das ist immer wieder unfassbar. Indicators List, Correlator, Delete, weg ist er. Mehr ist es nicht. So, da kommt er auch schon wieder. Zack. Wieder schön abgeprallt. Ja, wie gesagt, leider ein bisschen ungenau hier. Aber das ist erstmal okay. So, jetzt haben wir eh gleich Markteröffnung. Ne? Wir haben schon, deine Uhr geht falsch. Ja, echt, also ist unglaublich. Ne? Muss ich mal beschweren, das kann ja nicht sein, ne? Dass meine Uhr hier auf dem VPS, also ich habe das heute Morgen hier erst aufgesetzt, das System hier auf dem anderen VPS, dass die Uhr da falsch geht, also das ist natürlich unfassbar. So, da ich den jetzt aber ein bisschen ungenau gehabt habe, kann mir überlegen, was ich mit dem jetzt mache. Was mache ich denn mit dem jetzt? Das ist eine gute Frage. Hier 5 Minuten, 30 Minuten angucken. Da wären wir hier unten nochmal, wo wir erstmal hin müssten. Da ist wieder die Range. Wieder das alte Lied. Also S&P hat eine schwache Eröffnung. Geht zurzeit runter ein bisschen. Ja, das dauert ja auch, ne? Gibt auch nach. Wobei der natürlich trotzdem strong long ist, der DAO. So, aber ich würde hier, deswegen habe ich die Order jetzt hier hingesetzt, keine Ahnung, ob der jetzt da unten endlich mal rausbrettert oder nicht, ja. Aber hier unten würde ich jetzt erstmal, wenn er da überhaupt hinkommt, die Hälfte hier mit einer Limit Pullback erst nochmal auflösen. So, da ist er auch schon raus. So, jetzt haben wir doch wenigstens hier mal schön Geld verdient bei den NFPs, beziehungsweise während der Eröffnung, ne? Wenigstens mal vernünftigen Trade hier gemacht. Und jetzt mal abwarten hier, was passiert. Den stelle ich sofort hier Break-Even. So,
So, ne, reagiert natürlich wieder hier dran, weil wir wieder an der Range dran sind. Und würde man jetzt hier nur Intraday handeln, würde es hier heißen, raus hier. Weil ob der da durchgeht oder nicht, was weiß denn ich. Aber das waren auf jeden Fall schnelle 30 Punkte waren das hier. Also ich glaube, das ist schon ganz ordentlich. Für irgendwie so einen Sekundentrade hier. Das kann man schon mal machen. So, aber ne, klemmt hier jetzt einfach genau an der 30-Minuten-Kerze. Das ist. Und 30 Minuten, ich nutze es immer gerne als Impulsgeber. Und das funktioniert meistens recht ordentlich. Okay, hat denn jemand gemacht? Auch den Short? Frage ich mal hier ganz. Frech in die Runde. Ja, da kommt ein Feedback, zwei, also kommt die Feedbacks jetzt rein. Haben wohl dieselbe Idee gehabt wie du. Sehr gut, so soll das sein. Das ist doch immer schön. Ja, aber wie gesagt, ne, ich meine, ich habe hier ja auch einen Teil rausgegeben. Ich halte es für sinnvoll. Darf es natürlich nicht empfehlen, ja. Aber das ist ja eben das, was ich vorhin gesagt habe. Umkehr von einem aktuellen vorherrschenden Trend oder Bewegung dauert immer länger und ist immer ungewisser als die Fortsetzung. Deswegen kommt man, wenn man auf sowas baut, meines Erachtens nicht an Teilverkäufen drumherum, weil es einfach vermessen ist, zu sagen, ah, der macht das. Alles gut und schön, ja, aber wir wissen, wie es ist. Recht haben wollen ist die teuerste aller Strategien. Immer, ohne Ausnahme. Okay. So So, nebenbei, also, ganz kurz, ja. Gold wirklich sehr schön da reagiert von dem Punkt, was du vorhin gezeigt Ja. hast. Geht weiter nach oben. Ja, wollte ich jetzt nur auf dem Konto nicht auch machen, sondern mich jetzt hier wirklich auf den DAX und den Euro an der Stelle beschränken. Das ist schon in Ordnung. Ja, kommt ja doch noch ein bisschen So. Bewegung rein. Sehr schön. Ja, ne? Ein bisschen was los hier. Im Übrigen, ein anderer Trend hat auch gehalten, und zwar die Sonne scheint. Also von Ja, daher. stimmt. Stimmt. Tatsächlich. So, es ist ja hier schon so weit drunter. Mal gucken. Gehen wir den nochmal rein. Das erste 5-Minuten-Kerze. Kann jetzt natürlich schon einen Impuls bis hier drunter machen. Ne? Komm, ich versuche das mal. Ich gebe den mal mit rein, würde ihn aber hier wieder rausnehmen. Und dann halt hier. Mal gucken, was haben wir denn hier? Vortagesfibo, okay. Falls es schnell geht, hier unten. Falls es nicht geht oder langsam geht, sofort wieder raus. So, der muss das mit der 5-Minuten-Kerze jetzt. Ja, beziehungsweise, ja, das sind noch irgendwie 40 Sekunden. Entweder damit oder ich mache es wieder weg. Aber die Chance ist schon da, dass wir jetzt hier noch, auch wenn die schon ziemlich lang ist, die Kerze, aber dass es hier nochmal einen Impuls geben kann, ist schon möglich. Wie gesagt, wenn nicht, dann weg damit. So, 20 Sekunden gebe ich ihm noch. Zack, da kommt er. Also die US-Indizes sind wirklich schwach im Moment, Ja. fallen weiter. Kurzfristig gesehen natürlich. Ja, so. Nehmen wir den hier mal per Trail mit raus. Alright. So, das waren einfach noch ein paar Punkte extra. Jetzt stimmt hier mein Break-Even nicht, weil ich hätte das hier umstellen müssen auf LIFO, aber. Das war doch erstmal in Ordnung. So, insgesamt, ne? Das ist doch schön. Mit LIFO meinte ich halt hier. Ja, weil er hat jetzt natürlich meine letzte Teilposition rausgenommen und also die erste und nicht die letzte. Deswegen liegt mein Break-Even jetzt hier. Das stimmt natürlich nicht, ja, weil eigentlich liegt mein Break-Even da oben.
Und das ist natürlich immer so ein bisschen irritierend, wenn man dann mit FIFO unterwegs ist statt LIFO. Aber das passt doch alles hier. Das ist doch alles fein. Das ist doch schön. So soll es sein. Kann man sich, glaube ich, nicht beschweren hier. Okay, gut. Ich lasse den jetzt drin auch ansonsten. Oben, wie gesagt, da ist mein Break-Even. Jetzt ohnehin faktisch eigentlich noch tiefer, weil ich ja hier nochmal ein paar Punkte extra hatte, irgendwie 10 Punkte oder so. Lass den mal drin und guck mal, wie sich das Ding jetzt wirklich dann entwickelt. Und vielleicht wird es eine schöne Reise nach Süden. Euro reagiert hier auch erstmal, den darf er noch. Aber ich glaube, es ist eh alles gesagt. Gold Long läuft auch gerade an. Und es hat ja wirklich alles gepasst, soweit. Behaupte ich mal. Ja, super. Dann haben wir doch noch ein bisschen Bewegung gekriegt, beziehungsweise gute Trades deinerseits. Genau. Und die Aufzeichnung, soweit ich das sehe, hat super funktioniert. Sollte heute noch online gehen. Ja, dann freue ich mich schon auf den nächsten Termin. Und zwar ist das der 15.01. Da werden wir Helpdesk haben, wir beide zusammen. Ah, Und okay. wer sich da noch nicht angemeldet hat, dann gerne nachholen. Ansonsten danke Dirk für das Webinar heute. Danke an die Teilnehmer wieder für das Interesse, dass sie anwesend waren. Hoffe, sie konnten ein bisschen was mitnehmen an Ideen. Und dann noch ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen und bis zum nächsten Mal. Dirk, wie immer, hast du das letzte Wort. Ja, auch von meiner Seite Dankeschön fürs Teilnehmen und war ja dann doch wieder letztlich. Eigentlich kann ich es nur wiederholen, ja. Also, aber es waren die Ideen sind ja alle eigentlich soweit passt es ja alles und ich glaube oder ich hoffe zumindest war gut erklärt und auch für diejenigen, die vielleicht die ganze Zeit sagen, wow, der DAX, der geht doch long irgendwie 14.000. Ja, also Empfehlungen darf ich keine geben, aber jetzt hat man auch mal eine andere Betrachtung gesehen, warum es auch einfach sein kann, dass die ganze Geschichte hier ganz fürchterlich nach unten kippen könnte. Und dass man, wenn man long ist, vielleicht auch nicht zu lange dran festhält, sondern vielleicht das auch mal im Hinterkopf hat, was ich hier gezeigt habe, falls es nicht weiter nach oben geht, ist ja auch oft ganz hilfreich. Ja, man muss ja nicht das handeln, was ich handle, aber eben eine Betrachtungsweise, die ansonsten dann auch plausibel ist, darf man ja gerne mal mit einbeziehen. Also an der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Es waren ja einige heute dabei, sehr zahlreich. Freut mich auch, dass wir hier jetzt auch mal ein paar schöne Trades noch machen konnten, auch während jetzt hier, auch wenn es nur während der Eröffnung war, aber dass da auch ein bisschen was hängen geblieben ist, ist doch auf jeden Fall nett. Auch, dass halt die 329 erstmal morgen gepasst hat. Also alles erstmal rundum zufriedenstellend für heute von meiner Seite. Ich freue mich aufs nächste Mal, wünsche euch viel Erfolg. Bis dahin. Danke. Tschüss zusammen.